Radio 1, wir sind wieder live vor Ort am Potsdamer Platz, versuchen Ihnen den Berlinale-Tag nahe zu bringen und reden jetzt über einen Film. Das ist das Schöne, alle, die uns jetzt hören, auch die jetzt so weit weg uns hören oder sehen, können beruhigt sein, der Film kommt sehr bald auch ins Kino. Also Sie haben alle die Chance, dieses Werk zu sehen, eines Debütanten. Ganz frisch ist er dabei, hat zum ersten Mal das gewagt, was natürlich eine große Herausforderung ist, noch dazu, wenn man selbst auch noch die Hauptrolle spielt. Charlie Chaplin hat das immer zugetan, also Regie führen und die Hauptrolle spielen. Das ist ihm wunderbar gelungen mit dem Film Wilde Maus im Wettbewerb der Berlinale. Josef Harder ist bei uns. Hallo Josef, willkommen. Einen schönen Abend. Und das ist ein Film über eine Krise, man kann es gar nicht mehr Krise nennen, weil die Krise ist auf allen Ebenen. Also beruflich läuft gar nichts mehr, werden wir gleich drüber reden, aber auch privat ist es überhaupt nicht so wahnsinnig einfach. Das liegt natürlich auch an den Forderungen der Frau, der wunderbaren Frau an seiner Seite, die aber gleichzeitig wirklich fordernd ist. Und die wird gespielt von Pia Hirziger. Hallo, willkommen Pia. Schönen guten Abend, hallo. In Österreich Nummer 1 im Kabarett, kennt viele Leute, Comedy, wunderbare Schauspielerin und jetzt eben in diesem Film zu sehen, als die Frau an seiner Seite. Und wir fangen auch gleich mal an, um diese ganzen Krisen mal aufzudröseln. Wenn man sowas macht, also Regie führt, dann mutet man der eigenen Figur eben auch alles zu. Ich fange mal mit der privaten Krise an der Stelle an. Was ist die große Forderung von ihr? Sie will ein Kind, weil sie weiß, es geht nicht mehr lange. Und sie plant ihr Leben und weiß, jetzt ist Zeit und er macht nicht mit. Er macht nicht mit. Es ist die Zeit, wie ich das immer so nennen würde, der erhöhten Bereitschaft eigentlich bei dir. Ne? Also alle paar Minuten, ah, jetzt wäre ideal, komm doch mal. Es ist natürlich dann auch nicht sehr romantisch, muss man ihn auch ein bisschen verstehen, finde ich. Ja, aber es muss einfach sein. Also, das hat nichts mit Romantik zu tun, das ist einfach Plan, das ist so wie Fünfjahresplan. Genau, man muss es planen, damit es dann auch funktioniert. Lassen wir mal offen, ob es funktioniert. Man kann sich vorstellen, unter diesem Druck funktioniert es eben nicht so toll, was aber auch noch andere Gründe hat. Denn, lieber Josef, deine Figur erstmal hat an sich einen tollen Beruf. Das ist eigentlich ein Kollege von uns. Ja, das ist so ein Redakteur, ein Kritiker für klassische Musik und hat schon Karrieren vernichtet, junge Musiker runtergeschrieben, bis sie in den Beruf wechseln müssen. Also er ist ein Mann, der Bedeutung hat, der diese Bedeutung ganz schnell verliert, weil er entlassen wird von einem Tag auf den anderen. Ist das in Wien zum Beispiel so, dass da Musikkritiker so gottgleich noch sind? Also bei Filmkritikern kann ich dir sagen, die nimmt ja kein Mensch mehr ernst. Aber wie ist das da bei euch mit den Musikkritikern? Filmkritiker ist so wie Jazzkritiker, ne? Ja, ja. Nein, also in Wien ist es konkret so, dass die noch glauben, sie haben diese Macht, aber haben sie tatsächlich nicht mehr. Jetzt dieser Hintergrund ist ein ganz realer. Also er wird entlassen, das ist etwas, was wir wiederum auch erleben, also die große Printkrise. War das für dich auch so ein Auslöser? Hast du davon gehört, dass tatsächlich ja leider viele Kollegen und Kolleginnen rausfliegen? Naja, als Künstler trifft man immer so frustrierte Journalisten, die sagen, ich muss jetzt doppelt so viel arbeiten und kriege die Hälfte bezahlt und da kommt man dann schnell drauf. Wenn man überlegt, wer könnte arbeitslos werden in unserem Milieu, wer sind die Bergarbeiter des Mittelstands, kommt man schnell auf die Printjournalisten. Das ist also nur, ja, aber er macht etwas, was übrigens in einem berühmten deutschen Stummfilm, vielleicht dem besten überhaupt, auch die Figur macht, nämlich Der letzte Mann. Wird auch entlassen, geht aber trotzdem jeden Morgen zur Arbeit, sogar mit seiner Portieruniform, so ganz stolz. Das macht er auch. Warum kann das nicht zugeben? Sie würde sich vielleicht sogar freuen, wenn er mehr Zeit zu Hause hätte, dann könnte man noch öfter und hätte mehr Chancen. Ja, aber er steht so unter Druck, weil eben seine Männlichkeit auch ein bisschen in Frage gestellt wird und jetzt muss er heimgehen und sagen, er hat keinen Job mehr und das schafft er nicht. Er sagt es einfach nicht, er geht am nächsten Tag wieder zur Arbeit, aber er kann natürlich nicht zur Arbeit gehen und jetzt geht er in den Prater. Das heißt bei uns genauso wie in Berlin ist ein bisschen was anderes. Ja, der Wurstelbrat ist das. Also. Aber bevor wir auf diese, vielleicht dann doch auch für ihn Alternative kommen, Pia, es ist in der Tat, er hat es ja gerade auch angedeutet, ein Film, finde ich, über die Krise von Männlichkeit. Also nicht nur über eine Berufskrise oder eine persönliche Krise, sondern über ein bestimmtes Männlichkeitsbild, was du natürlich als Frau vielleicht auch ganz besonders genau beobachtet und auch ausgespielt hast. Ja, das Problem ist, dass die Figur, die der Josef spielt, nicht reden will. Und die Figur, die ich spiele, die kommt nach Hause, hat ganz viel gehört, weil sie Therapeutin ist, andere Probleme und will ihre Probleme loswerden. Und es hat bis jetzt immer gut geklappt, aber dann, wenn er seine Männlichkeit und seinen Job verliert, dann ist es aus. Also typisch Mann, also sie äußern sich nicht, sie verstecken ihre Gefühle, sie tragen das herzlich auf der Zunge. Also ich persönlich habe dieses Problem, glaube ich, nicht, aber ich weiß, dass wir viele Männer so sind. Einer der ganz wenigen Männer, die dieses Problem nicht haben. Ja, in der Tat. Jetzt hast du also beides ja gemacht. Du hast die Hauptrolle gespielt und zwar so, wie wir dich eben auch kennen, als eine Figur, die man liebend gern hat, weil sie so ein Loser ist, weil alles schief geht, weil dieser melancholische Blick, den hast einfach nur du so drauf, muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube, das hast du auch bewusst mit hineingenommen in dein Spiel, diese ganz besondere Stärke.
Ja, ich meine, wir haben hier einen Mann, der völlig Irrsinn treibt. Also er ist so wild auf seinen deutschen Chefredakteur, der Post, der ihn gefeuert hat, ist ein Deutscher. Und das ist ganz bewusst so gemacht, weil dann mehr Leute in Österreich ins Kino gehen, wenn der Böse ein Deutscher ist. Und es ist Jörg Hartmann, der wunderbar einen Fiesling spielen kann. Und es lässt ihm keine Ruhe, er sagt es ja auch niemandem, er kann es auch bei der Frau nicht loswerden, jetzt wächst diese Wut immer mehr und dann beginnt er so kleine verbotene Dinge zu machen. Und weil niemand reagiert auf die kleinen verbotenen Dinge, beginnt er größere verbotene Dinge zu machen, es eskaliert. Und beim Regieführen, wie ist es dir nun ergangen? Also du kannst dich ja selbst nicht so wirklich kontrollieren, aber alle anderen vielleicht mehr, wie war das? Ich kann niemanden kontrollieren, ich glaube weder mich noch die anderen. Ich glaube, Pia kann das auch bestätigen. Ich habe also nicht den großen Regisseur gespielt. Ich bin ja keiner. Und habe gesagt, ich weiß, wo es lang geht. Ich bin eher immer ans Set gekommen und habe gesagt, Entschuldigung, ich weiß nichts, ich kann nichts, bitte helft mir. Und das hat einen ganz großen Motivationsschub im Team hervorgerufen. Und alle haben mir wahnsinnig geholfen. Und dadurch ist es ein annehmbarer Film geworden, finde ich. Pia, war das so? Also Mitleidsbonus bei euch? Ja, schon. Wir waren alle gut vorbereitet und haben gewusst, wir dürfen ihn nicht aufregen. Er ist schon so gestresst und wir waren echt brav. Wir haben sehr brav gearbeitet. Es gibt eben diese Alternative, die wir angedeutet haben, im Wurstelprater, wo also diese Fahrgeschäfte sind, eigentlich eine Welt mit schrecklicher Musik und so. Das müsste er normalerweise hassen. Und trotzdem entwickelt sich dieser Rummelplatz, es ist ja eigentlich für ihn doch zu so einer Art ja, Utopie, so eine Insel der Glückseligkeit. Warum eigentlich? So ein kultivierter Mann hört dann so 80er-Jahre-Mucke und so. Ja, die Sache ist die, dass der Prater am Wochenende natürlich, da ist voller Betrieb, aber wenn unter der Woche noch dazu im Herbst, kommt ja niemand groß in den Prater. Das heißt, da hängen diese Leute, die sonst arbeiten, rum in den Kneipen und da als Arbeitsloser würde ich auch, wenn ich mal als Kabarettist entlassen werde, würde ich auch dorthin gehen und mit den anderen zusammen rumhängen und mich eine Art Spiegelalkoholismus entwickeln. Das wäre für mich auch persönlich naheliegend. Und das kann durchaus Glückseligkeit sein, was du als Spiegelalkoholismus beschreibst. Da trifft er übrigens auf Georg Friedrich, der uns wahrscheinlich hier morgen besuchen wird, denn er ist noch in einem zweiten Wettbewerbsfilm zu sehen. Und Georg Friedrich, der proletarischste österreichische Schauspieler überhaupt, der liefert ja auch sowas wie eine Alternative. Und hat der Film neben aller Komik, die wir auch besprochen haben, vielleicht der Melancholie, auch ganz wunderbare, schöne, poetische Momente. Das sind so Momente, wo die Zeit fast stehen bleibt, der Schluss zum Beispiel, aber auch noch andere Augenblicke, wo ich dachte, jetzt wird eigentlich gar nicht so unbedingt was erzählt, sondern hier wird eine Stimmung hergestellt. Ein Augenblick, auch dein Versuch, kann man ja sagen, dich umzubringen, der ist auf eine skurrile Weise sehr poetisch, dieser Versuch, den ich so noch nicht gesehen habe, scheitert ja irgendwie auch alles immer logisch bei dir. Aber wie hast du diese Augenblicke hergestellt? Also von, ich sag nochmal, also so ein Innehalten. Also in Wirklichkeit war es so, dass ich hatte ja einfach keine Erfahrung und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich hatte, bei jedem Tag hast du Angst, dass irgendwas schief geht. Und wenn eine Szene schief geht, dann ist der ganze Film verschissen, auf Deutsch gesagt. Ja? Du kannst in einem österreichischen Film auch nicht eine Szene wiederholen, das kannst du vollkommen vergessen. Du kannst es nur an dem Tag entweder bringen oder nicht. Und man weiß ja, ein guter Film hat drei gute Szenen und keine einzige schlechte. Also darum ging es. Und ich bin da jeden Tag reingegangen und habe mir gedacht, ich kann eigentlich keine Angst haben. Ich muss mir irgendwas holen, was ich den jungen Regisseuren voraus habe. Und dann habe ich entdeckt, es ist mein Alter. Und habe eine Art Gelassenheit entwickelt und habe gesagt, hey, Josef, du bist Kabarettist. Du hast auch, wenn du den Film total verkackst, du hast noch einen anderen Beruf. Du stehst nicht vor dem Nichts. Und du hast sowas wie ein Freispiel im Flipper. Was ja wiederum jetzt auf den Prater verweist im Prinzip. Und noch eine schöne Erklärung war, zwar absolut keine Antwort auf meine Frage, aber unterhaltsam war es in jedem Falle. Pia, jetzt seid ihr euch im wirklichen Leben ja auch sehr nah. Mehr sage ich nicht, soll ich auch gar nicht sagen. Ihr seid euch im wirklichen Leben auch sehr nah. Jetzt aber mit so einem Film, so einem Gemeinschaftslieblingsprojekt, das ist es ja ganz offensichtlich, im Wettbewerb der Berlinale zu landen und da so jetzt zu laufen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, völlig unerwartet. Also schon gut. Bei dir auch? Ja, es ist ganz seltsam, aber andererseits denke ich mir, ich habe ja keine Schuld, wenn andere mich überschätzen. Genau, wir werden sehen, wie die Jury das sieht. Du hast versprochen, wenn du irgendwen bekommst, und zwar egal was für einen, also kann ja auch für Darsteller sein, Darstellerin oder so, also das würde ich jetzt mitrechnen, ja, silbernen oder goldenen, was würdest du ja machen, wenn du da wiederkommst am Samstag mit den Bären? Was ich mit Flipflop? Achso, ja, ich habe dir gesagt, also wenn ich wirklich irgendeinen Bären gewinne, dann würde ich hier Flipflop machen, Kopfstand, Handstand, alles. Alle Dinge, die ich nicht kann, weil es ganz, ganz sicher nicht passieren wird. Und wenn, dann brauche ich, glaube ich, drei Zivildiener, die das mit mir da veranstalten.
Zivildiener, was ein schönes österreichisches Wort. Noch eine Sache, wir hören jetzt nämlich Maschinen, also ein wundervolles Lied von Bilderbuch. Und die sind bei dir mehrfach zu hören, Bilderbuch. Auch dieses Lied übrigens, was uns gefreut hat. Wir mögen die Band, wir haben mit denen noch viel zu tun, die spielen auch und so. Aber für uns, aber warum gerade die? Ich glaube, im Hintergrund war erstmal was ganz anderes. Ja, also es war so, dass klassische Musik ja im Film eine große Rolle spielt und zwar richtig beunruhigende klassische Musik. Und dann habe ich ich kenne wirklich keine jungen österreichischen Bands, das ist ganz schlecht, ich muss das gestehen. Und dann habe ich die alle durchgehört und Bilderbuch haben mir am besten gefallen, weil sie so einfach sich nichts scheißen und auch nichts ausrechnen, auch nicht auf irgendwas schielen und dadurch einfach so gut sind auf ihre Art wie Beethoven und ich dachte, das passt dann gut zusammen. Absolut. Wir hören die jetzt also auch gleich mit Maschinenmusik aus dem Film von Josef Hader, die Geschichte eines Mannes, der sich im freien Fall befindet, aber man sieht, der freie Fall kann eben auch wirklich Freiheit bedeuten irgendwann, egal wo man aufschlägt, nicht? Es ist ein freier Fall. Das ist die Geschichte von Wilde Maus. Josef Hader und Pia Hirziger waren bei uns. Alles Gute euch und versprochen ist versprochen. Danke. Wiedersehen. Danke, Michael. Wie geht's?